That is doch hellisch. Haben wir auch noch ein paar Bäume und vermutlich geht es dann auch langsam dem Ende entgegen mit den Bäumen. Jetzt schalte ich erstmal diese Tintis aus. Ich bin eng. Ey, nein, 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 nein. Ey, komm schon, Spiel. Komm schon. Oh. Gott. Ich bin wegen der Scheiße hängen geblieben. Krass. Oh, ich hab den Baum wieder umgefärbt. Das ist böse. Weg, weg. Und weg. So. Wo sind jetzt die letzten zwei von euch? Ah, da ist noch einer. Was? Da ist noch ein roter. Na gut. Say good night. Meine Güte, soll ein Glitch in Blob hasse ich. Weil der ist wirklich übel. Was der verfolgt. Verflucht! Die Tintenmasse da übersehen. Hey. Na gut. Kümmern wir uns mal um Artis Aufgabe. Vielleicht sorgt das ja dafür. Dass solche komischen Tintenkleckse sich auflösen. Block fertig und Arbeiter sind rausgekommen. Machen wir erstmal das. Damit ich die nicht vergesse. Weil die zu suchen ist wirklich nervig. Habt ihr ja gesehen, gehabt schon. Ja. Ich muss nochmal Kamera, Winkel haben. Und ab! Oder auch nicht. Den Sprung vermaselt. Wow. Nein, das war auch Mist. Komm mal her. Gut, geht doch. Sodele. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich am besten. Aufgabe, die war doch hier oben irgendwo, ne? Ja, und zwar bei diesen komischen Platten. Glaub, das hier war mal ein perfektes Plateau. Jetzt. Naja. Diese zwei Blocks sollen lila, rot und blau werden. Wir haben ja schon einiges davon abgeschlossen. Das ist doch böse. Was die jetzt von mir verlangt. Wow, das war eben ganz knapp. Wieso? Wieso bist du in der Pfütze, du Trottel? Okay. Gucke ich erstmal, was da noch lila werden muss. Ah ja, das ganz große Gebäude da. So, das haben wir erledigt. Jetzt brauche ich erstmal Rot. Da denn da ist Jod. Ich muss aufpassen, dass ich dieses Gebäude da nicht berühre. Dass ich sonst alles wieder umkehre. Aber mir bleibt ja auch hier nichts erspart, ne? Okay. Aber so kann man es immerhin umfärben. Jetzt noch schön blau dazu. Wie die Musik sich die ganze Zeit wieder auf so einem ruhigen Niveau hält, nur wegen der Tinte. Okay. Noch. Zwei Abschnitte, also zwar die zwei. Und zwar die da. Wow, und zwar die zwei. Ich kann auch nicht mehr reden, ey. Ich sag's ja die ganze Zeit. Schauen wir nochmal da drüben uns diese Häuserwand an. Ich sehe da hinten noch andere graue Sachen, aber ich glaube, das ist wirklich nur so eine Vorschau auf das nächste Level. Ja, wir haben alle Anschlagtafeln gefunden. Ja, ich meine, das ist Vorschau auf das nächste Level. Und auch die Graulinge dieser Straße befreit. Und verflucht, warum muss ich jetzt niesen?
dann. Warte mal, wo sind wir? Gut. Wir haben auch fast alle Arbeiter. Beziehungsweise alle Crawling. Ich sag irgendwie immer Arbeiter, ich weiß auch nicht warum. Aber das meiste, das mit den Anschlagtafeln, das haben wir abgeschlossen, das ist doch gut. Warte mal, komme ich über diesen Mülleimer da hoch? Nein, nein, ich muss irgendwie da. Na gut. Springen wir von hier. 1, 2, 3. Bananarama! Der Block ist komplett. Die nächsten Arbeiter kommen raus. Wo seid ihr? Ah, da hinten. Yes! Alle Baulinge! Das heißt, keine große Suchaktion mehr. Somit können wir die ganzen Sachen hier eigentlich abschließen. Gleich. Ach nein, 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 die Bäume brauchen wir noch. Die Bäume sind noch mein Problem. Aber da sind auch noch ein paar. Dann nutzen wir mal den Transformator. Vielleicht hilft der mir. Alles transformiert. Banner Bams. Nanu. Und das waren auch alle Bäume. Sehr schön. Damit können wir die Aufgaben jetzt getrost abschließen. Wird vermutlich ja nur noch diese eine da sein. Mit dem Mund transformieren hier. Sieht etwas komplex aus, aber wir schauen es uns jetzt mal in Ruhe an. Die Windkanone da unten wird wahrscheinlich erst jetzt dann auch aktiviert werden, damit, falls wir was vergessen haben, hier schneller wieder ins Ziel kommen. Aber gut, das machen wir dann. Du hast den Höhepunkt erreicht. Wir müssen mit Orange, Gelb und Rot alles hier umschalten, um zu den hängenden Gärten zu kommen. Ich wusste es. Die hängenden Gärten, das ist das nächste Level, was uns erwarten wird. Aber dafür können wir, da werden wir dann nämlich diese anderen Sachen hier freischalten, mit diesen Bahnen, die da im Hintergrund schon herumfahren. Wie komme ich jetzt da am besten hoch? Warte mal. So. So wahrscheinlich. Hopp, 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 hopp. Jawoll, ja. Und hopp. Das ist nämlich der Fernsehturm gewesen von den Einwohnern von Chroma City. Oh Gott, jetzt brauche ich Gelb. Mist. Okay, färben wir erstmal mit Rot um. Um einen kleinen Farbboost zu bekommen. Gelb, 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 gelb. Schneller. Da. Da, ich brauche ja nochmal Gelb. Dann muss ich gucken, wie ich in den letzten Bereich komme. Ah, da ist da. Hot up! Roger Benz! Schaut es euch an, wie der komplette Leuchtturm wieder umgewandelt wird. Mit Grassi Disco Google Light Effekt oder wie die Schilder heißt, ich weiß auch nicht. Wahrzeichen, alle abgeschlossen. Und alle Aufgaben. Ich glaube, wir haben alles im Fortschritt, aber ich muss jetzt mal gucken. Ah, nein, uns fehlt noch eine Kleinigkeit mit dem Einfärben. Aber wir haben die anderen Sachen. Dann werden wir das, was jetzt noch fehlt, bundig machen. Das ist in dieser Richtung. Ja, passenderweise sind da unten ja jetzt die Windkanonen aktiviert. Dann können wir da uns schnell hinbegeben. Ah, wie es mir scheint, habe ich auf diesem Schiff da was ausgelassen. Na gut. Da das Level eh dem Ende entgegengeht hier, ansonsten können wir das ja schnell erledigen, indem ich mich hier hochbegebe. Nee. Ach, den Zaun hier unten. Und auf dem anderen Schiff ist auch noch was. Oder ist das nicht das Schiff? Könnte auch da hinten sein, wo diese Gefängnisse waren. Wir müssen mal gucken. Das sieht mir eher aus wie eine was ganz anderem. Das ist gar nicht das Schiff. Egal, rollen wir halt schneller hin.
Na, bei diesem Gefängnis habe ich was ausgelassen. Werden wir gleich sehen, was. Lol, Game New Series. Das musste unbedingt gefärbt werden, diese Wand. Okay, und es fehlt noch etwas. Mal sehen, was das ist. Es ist mehr so auf dieser Seite. Okay. Ach so, die Bahnzufahrt hier, ne? Könnte das sein? Wartet. Nee, laut dem Kompass ist es etwas dahinter. Dahinter, bitte. Dann wollen wir mal sehen, wenn ich ihm folge, wo es mich hinführen wird. Ah, der Zaun. Game You Serious. Okay, jetzt fehlt noch etwas. Wieder diese blöden Tintis. Das Silo-Stück und die Container hier habe ich tatsächlich voll vergessen. Weil die mich da die ganze Zeit mit ihrem gestresst haben. Aber es fehlt immer noch was. Jetzt haben wir alles. Okay. Dann möchte ich euch trotzdem die Windkanone demonstrieren aus dem Anfangsbereich. Das bedeutet, wir rollen uns jetzt mal wieder zurück. Wir rollen uns zurück, wie sich das anhört. Da ja hier alles fertig ist, haben wir auch genug Zeit. Ich meine, knapp 20 Minuten immer noch, um ins Ziel zu rollen. Machen wir das nochmal auf. Hier so ein paar zusätzliche Sachen, die wir gar nicht brauchen zur Vervollständigung, aber sieht doch schöner aus, oder? Gut, wo haben wir denn den Anfangsbereich? Hier. Und dann benutzen wir doch mal die Windkanone als eine Labkürzung. Und ich kann dazu nur eins jetzt sagen noch, und zwar, das war Blob-tastisch! Mal schauen, was die Bestzeit wäre. 28 Minuten, doch so lange. Okay, das ist ja, das ist ein großes Level. Wobei, die Tore hatten wir trotzdem schnell geöffnet. Okay, machen wir den nächsten Zeitangriff. Bevor es dann zu den hängenden Gärten geht. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, Leute. Es kommen nicht mehr viele Level hier nach diesem hier. Sind genau genommen noch 4 Stück. Deswegen freut euch einfach drauf. Und ich sage bis dann, Leute. Beziehungsweise jetzt machen wir erstmal noch den Zeitangriff.